Ahoi, liebe Camping-Freunde, zu einem neuen Video von unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wie ihr im Thumbnail oder im Intro, Intro ist es ja nicht, aber gelesen habt, in diesem Video geht es jetzt ganz, ganz speziell nochmal um das Ahrtal. Ihr könnt etwas richtig Gutes tun, indem ihr einfach dieses Video schaut und auch die Werbung, die ihr sehen werdet. Ihr habt jetzt gesehen, am Anfang kam keine. Es wird aber Werbung tatsächlich in diesem Video kommen. Und jede einzelne Einnahme durch diese Werbung wird 1:1 an das Ahrtal gespendet. Also wir werden das sogar aufrunden. Und deshalb schaut gerne die Werbung. Für den einen oder anderen ist es nervig, aber wie gesagt, damit könnt ihr ganz, ganz, ganz einfach, ganz schnell helfen. Das mal zum Anfang und ja, jetzt wollen wir wirklich mal übers Ahrtal sprechen. Jetzt ist die Frage wahrscheinlich, die ihr euch auch kommt, für was ist dieses Video gedacht? Ja, warum sammeln wir Geld? Oder Werbung, wie wir das ja machen. Über Werbung sammeln wir ja Geld ein. Es geht einfach nochmal darum, auf etwas aufmerksam zu machen, was vielleicht in Vergessenheit geraten könnte und worauf wir auf jeden Fall aufmerksam machen möchten, weil wir sind definitiv Freunde des Ahrtals und wir wissen, wie sehr die Leute Mitte Juli mit der Jahrhundertflut, wie sie darunter gelitten haben. Wir haben mit Leuten gesprochen, ja. Wir haben mit dem Campingplatzbesitzer gesprochen, wir haben mit unserem Weingut gesprochen, wir haben andere Leute getroffen, die auch entsprechend berichtet haben. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass das Ahrtal nicht vergessen wird. Und gerade jetzt, Anfang des Jahres, ist es für uns einfach eine Herzensangelegenheit, darauf nochmal darauf hinzuweisen und welche Möglichkeiten ihr habt, halt zu unterstützen. Einmal, indem ihr Werbung schaut, wie gesagt, ich sage es gerne nochmal, wir haben davon nichts, die ganzen Einnahmen bis zum 31.03. Also alles, was dieses Video und der Reisevlog, den wir ja im Ahrtal gemacht haben, weil wir waren ja Silvester über im Ahrtal, dieses Video und dieses Video bis 31.03. alles, was dann Einnahmen kommt, das werden wir aufrunden und das werden wir dann ans Ahrtal spenden. Und darum geht es in diesem Video. Genau, wir wollen euch einfach mal ein bisschen erklären. Einmal wollen wir euch ein paar Szenen zeigen, wie es so ausgesehen hat, wo wir das Ahrtal halt noch komplett heile kennen sozusagen, und natürlich so ein paar Bilder, wie es jetzt halt aussieht. Also man kann halt da schon echt gravierende Unterschiede sehen, das werdet ihr auch gleich sehen können. Und wir wollen natürlich jetzt hier auch so ein bisschen aufmerksam machen, wo könnt ihr eigentlich hinspenden? Denn es ist so ein bisschen Unsicherheit gekommen, das haben wir auch aus dem Ahrtal mitgenommen, aus unseren Gesprächen, dass man nicht mehr so genau weiß, wo spendet man eigentlich richtig hin. Viele Organisationen nehmen 20% oder mehr an Eigenkapital, weil sie halt dafür Ausgaben halt haben und so weiter. Ich finde das halt so, für Spenden ist das halt immer so eine blöde Sache, sage ich mal, weil das Geld sollte auch da ankommen, wo es hingeht. Und das werden wir hier in diesem Video auch zeigen, wo ihr hinspenden könnt, wo es wirklich zu 100% ins Ahrtal geht. Und bei uns könnt ihr auch sicher sein, alles, was wir hier wirklich an YouTube-Einnahmen haben, werden wir zu 100% ins Ahrtal spenden. Auch an diese Organisation, sei es halt 5-Euro-Haus, ich nenne es jetzt einfach mal so ein paar Sachen, da gehen wir aber dann nochmal näher drauf ein, oder halt zu dem Campingplatz zur Burgwiese. Da ist auf jeden Fall auch die Möglichkeit hinzuspenden und das geht auch direkt in das Dorf rein. Also da sorgen die auch selber für. Das finde ich toll, dass die Firmen selber, die betroffen sind, doch Spenden sammeln und auch, ich sag mal, dafür sorgen, für Leute, die es noch schlimmer getroffen hat als die selber. Und das ist auch unser Weingut so. Hilde, die macht da echt tolle Sachen mit für Kinder in Not und für Leute, die ihre Ausbildung verloren haben und. Also ganz, ganz viele tolle Geschichten. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit so ein paar Bildern, die wir euch zeigen, so die wir jetzt rausgesucht haben, wo wir das Ahrtal erlebt haben und wie es jetzt aussieht. Die Bilder, die wir euch jetzt einblenden, sind Erinnerungsstücke. So kennen wir zum Beispiel die Ahrtal. Das Bild, was wir jetzt gerade seht, das ist zum Beispiel von 2019. Da ging es darum, wo wir die Campingplatz zur Burgwiese gefilmt haben. Da saßen wir bei tollstem Wetter, sogar in kurzer Hose in der A.
Total ruhiges Flüsschen, man hat die Steine gesehen. Ihr seht da gerade die Vegetation, wie stark es dort aussieht. Und das hat sich völlig geändert. Also so kennt man es nicht mehr, sondern das, was ihr jetzt seht, so sieht es aktuell aus. Man sieht den Weg darüber, diese Steinplatten auf, oder die andere, die Straße. Ja, das... An der Stelle, wo wir gesessen haben, ne, da ist es jetzt halt einfach total karg, ne? Genau, alles karg, man erkennt da gar nichts mehr wieder. Also es ist schon deftig, was wir, was ihr dort jetzt sehen könnt. Dann sehen wir jetzt gerade den im Maischoss, den Stellplatz, der dort vor Ort ist, mit dem wunderbaren Blick auf die Saffenburg, direkt am Bahnhof. Tja, da ist ja auch richtig viel passiert. Das, was ihr jetzt seht, ist schon gut aufgeräumt. Da müssen wir wirklich an die Helfer. Es gibt die Dachnomaden, die da sehr viel zusammenarbeiten mit den Helfern vor Ort, die da viel tun. Die haben wirklich sehr, sehr viel schon getan. Das seht ihr auf den Bildern, weil es sieht halt an sich erstmal gar nicht mehr so schlimm aus. Aber ja, wenn man genau weiß, wo Häuser standen und wo Reben standen, das ist jetzt alles weg. An der A direkt gibt es keine Reben mehr. Es ist alles komplett fort. Genau, ja, und ich übernehme jetzt nochmal, und zwar haben wir jetzt hier nochmal die andere Seite, wo wir auch gerne in die Weinberge spazieren gehen. Ihr seht dort auch eine Holzbrücke und im Hintergrund seht ihr noch eine Eisenbrücke. Das ist so eine ja, Fußgängerbrücke, die da ist. Oder Radfahrbrücke, genau. Na, also diese Brücken, die existieren leider nicht mehr. Das seht ihr jetzt auf den nächsten Bildern. Hier könnt ihr halt sehen, dass vorne links so eine Brücke ist, die da im Prinzip notdürftig halt aufgebaut ist, aber die eigentliche Brücke, und zwar die Holzbrücke hier, das sind noch die Reste von der Holzbrücke, also im Prinzip das Fundament. Das existiert einfach nicht mehr. Ja, und die Radfahrbrücke seht ihr jetzt natürlich auch, die ist halt, liegt sogar noch im Fluss drin, wenn man das genau sieht. Also es ist schon echt heftig gewesen. Da ist halt viel, viel ja, Wasser und so weiter durchgelaufen und da sind halt die Gebäude alle kaputt gegangen. Ja, und dann haben wir noch eine weitere Szene, das ist nämlich die, wo wir gerne im Prinzip immer durchfahren von Rech nach Maischoss durch. Da seht ihr jetzt im Prinzip hier die Brücke mit der Unterführung. So und, sieht es. Und wichtig, da hinten, guckt euch das mal an, da sind diese ganzen Weinreben, weil es ist schön, genau, dass es im Herbst aufgenommen ist. Total traumhaft. Erkennt wirklich man richtig. Also guckt euch das mal jetzt genau an und dann seht ihr gleich einen Unterschied. Genau, und das ist halt das Bild, was dann danach entstanden ist, ne, was wir halt jetzt aufgenommen haben. Also die Unterführung ist zwar noch da, ja, das ist schon richtig. Man hat da im Prinzip auch wieder die Wege so ein bisschen hergestellt, wobei an der Stelle ist es noch sehr matschig und so weiter. Also das ist noch nicht wirklich wieder Teerstraße, also da ist schon noch eine Menge zu machen. Aber es sind halt Ecken sogar rausgerissen aus diesem Damm, ne? Also das darf man halt nicht vergessen. Und natürlich die Weinreben sind unten weg. Ja, alles weggespült. Ja, das waren so mal die ersten Eindrücke, die wir jetzt so ein bisschen gemacht haben. Wir zeigen euch später nochmal einige weitere Szenen, so wie man einfach, wie es jetzt einfach so generell im Ahrtal aussieht. Wir sind auch mit der Drohne geflogen und dann seht ihr auch immer mal wieder eingeblendet, was vorher und nachher ist. Da werden wir mal so eine paar Minuten Szene einfach mal mit ein bisschen Musik unterlegen und die seht ihr dann zum Schluss. Aber jetzt werden wir uns erstmal um das Thema Spenden nochmal kümmern, würde ich vorschlagen. Wir haben mit dem Campingplatzbetreiber, Campingplatz zur Burgwiese in Maischoss gesprochen. Der Campingplatzbetreiberin und dem genau, der Angestellten sozusagen. Also mit beiden, also unsere lieben Guido und Helga. Genau. Und Guido hat uns Videos gezeigt, die dürfen wir auch nutzen, wie es denn da wirklich gekommen ist. Denn die meisten Leute haben wirklich gesagt, das ist nichts, Hochwasser, das ja, haben wir schon immer gehabt, aber mit dieser Flutkatastrophe konnte keiner rechnen und das ist alles am Tage aufgenommen, das was ihr jetzt gerade seht, da sieht man schon, wie die A auf einmal angeschwappt kam, wie stark der Strom ist. Ihr kennt ja die Bilder mit den Wohnwagen, die an der Nepomuk-Brücke in Rech zerschossen ist, da hat man schon ein bisschen das Gefühl, wie das so gekommen ist. Dann, wie es halt im Nachgang wirklich aussah, es ist wirklich schlimm, also wir waren vor Ort, wir konnten es so gar nicht fassen, weil da wirklich Menschen ums Leben gekommen sind. Also es ist nicht nur, dass die Häuser... Ja, es stehen einfach Kreuze an den Stellen, wo eigentlich die Häuser standen und du weißt halt ganz genau, dass es da halt, ich sag mal, um Menschenleben ging, ne? Also das ist halt, ja, echt heftig, ne? Genau. Dann weiß ich jetzt,
glaube, jetzt als nächstes kommt, das müssen wir gerade schauen. Ja, das Video war ein bisschen länger, deswegen. Klar, der Campingplatz selber, da kann man halt sehen, wie es dann das Wasser im Prinzip von oben runterkam. Guido, der hatte uns das so ein bisschen erklärt. Das ganze Wasser ist einfach von dem Nebenbach, genau, von dem Nebenfluss oder vom Bach gekommen und es kam halt einfach von oben runter. Und der Campingplatz ist halt so gewesen, dass ihr seht diese Wohnmobile jetzt dort. Und diese Wohnmobile, die haben die dann alle gerettet nach oberhalb weiter. Man musste nicht extrem viel hoch, weil da war das Wasser nicht ganz so hoch, was hochkam. Aber trotzdem, also hier auch dieser Wohnwagen, der da stand, der musste da halt weg. Alles, was da dort gestanden hat, das wäre alles abgesoffen. Ne? Also die haben halt schon ein bisschen was retten können. Das Quad, was in der Mitte steht, das soll wohl wieder sogar laufen. Also, aber es ist halt auch abgesoffen, der Roller ist Schrott. Ja, also man sieht halt schon so ein bisschen, wie das Wasser gestanden hat und das ist noch nicht mal der Höhepunkt gewesen, sondern es ist noch viel, viel höher gegangen. Genau, also, weil das weiß man ja, das ist ja gegen 23 Uhr ist der Höhepunkt gewesen. Das war wirklich noch im Hellen, das war wirklich 18, 19 Uhr und selbst da haben die Leute aber trotzdem nicht mit gerechnet, dass genau so etwas passiert, was dann am Schluss passieren konnte. Und das sagen die Kollegen auch oder die Leute vor Ort, der hat auch nicht einer Schuld. Nein. Sondern da hat eigentlich mehrere Sachen versagt. Und das ist kein menschliches Versagen, weil damit konnte keiner rechnen. Und wenn man jetzt das Bild ansieht, dieses Wasser stand wirklich extrem weit hoch. Also der Campingplatz ist selbst betroffen. Also da, wo der Anhänger jetzt im Prinzip ist, über den Anhänger genau drüber stand die Wasserlinie. Ne? Also da kann man so relativ das ziemlich genau eingrenzen. Und die Maischosser und die Recher haben auch gesagt, Mensch, wir sind so dankbar gewesen, dass es die Leute der Feuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr gab. Und natürlich auch alle anderen Helfer, die dann auch im Prinzip in dem Moment erstmal reagiert haben und gesagt haben, Mensch, ihr müsst hier raus aus dem Haus und so weiter. Und viele Familien haben gesagt, ach, das war noch nie so schlimm, alles gut, das wird schon. Und deswegen sind auch relativ viele gar nicht, haben die Häuser verlassen. Das ist halt auch das Problem gewesen, weil man halt nicht darauf vertraut hat, dass es halt auch so extrem hoch geht. Ne? Aber gut, ja, Naturkatastrophe. Auf jeden Fall für den Ort Maischoss und für den Campingplatz, das ist das, worauf wir jetzt hinaus wollen, gibt es die erste Möglichkeit, wo ihr auch spenden könnt, wo ich euch auch gerne bitten würde, was zu spenden. Und ich sag mal so, wenn man es ganz genau macht oder sowas und vielleicht ein bisschen mehr Geld hat, dann könnte man vielleicht auch sagen, dass man alle, die wir jetzt so ein bisschen vorstellen oder so, dass man alle so ein bisschen unterstützt. Dann würde es halt gemischt in alle Richtungen gehen. Wir blenden euch da. Das macht der Marcel, der blendet euch da nochmal. Das Spendenkonto, aber das Konto vom Campingplatz zu Bukwi sein. Und da habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr könnt entweder direkt von dem Betreiber, weil 90% der Buchungen sind komplett weggefallen. Ja. Es sind noch ein paar Buchungen da gewesen, aber damit kann dieser Campingplatz auch nicht überleben. Es ist zurzeit der einzigste Campingplatz vor Ort, da wo ihr auch hinfahren sollt, denn damit könnt ihr auch unterstützen. Ja. Wenn ihr nicht gerade jetzt Geld überweisen wollt, weil ihr sagt, ja, ihr wisst nicht, was das wird, dann fahrt direkt zu dem Campingplatz, zur Bugwiese und also ruft natürlich vorher an, genau. Ne, ob was frei ist und so weiter. Das sind ganz liebe, nette Betreiber, die können euch dann gleich sagen, ob ihr kommen könnt oder halt nicht, weil vielleicht sind auch Helfer noch auf dem Platz. Genau, das wird nämlich auch zur Verfügung gestellt. Dort ist ein Bereich, das erzählen wir gleich noch, weil da ist auch eine Gaststätte gerade erst aufgemacht, kaputt gegangen. Die sind zum Beispiel dort untergekommen. Da haben die Campingplatzbetreiber dort den Leuten Plätze zur Verfügung gestellt, auch den Helfern zur Verfügung gestellt, weil das finde ich auch eine kleine Sauerei, das muss man offen hier sagen. Die haben ja Tiny-Häuser bekommen, die sollen 400 Euro dafür bezahlen. Die nee, haben 450 sogar. 450, ne? Die 50 Euro machen die Kohle nicht mehr wett. Das ist echt, die haben jetzt die haben schon nichts mehr, ne? Und sollen dann dafür noch, da waren wir echt überrascht. Auch der Campingplatz nimmt noch Geld, aber das sind sage und schreibe 300 Euro weniger. Also so, dass die Unkosten wie Abwasser, Strom, das muss ja, das muss irgendwie bezahlt werden. Und der Campingplatz leidet natürlich auch darunter. Das ist natürlich deshalb, auch, der hat auch Verluste. Also wenn ihr wollt, fahrt da direkt hin und dann könnt ihr auch die Bäckereien unterstützen, die jetzt gerade wieder aufmachen. Auch die Restaurants, die brauchen eure Hilfe. Aber
Wenn ihr es nicht könnt, weil ihr sagt, oder ist euch zu unsicher, dann auf den Stellplatz, auf die Kontoverbindung, die jetzt eingeblendet ist oder auch in der Infobox steht. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Verwendungszweck wieder zur Burgwiese. Dann ist es für den Campingplatz selber. Oder ihr schreibt Verwendungszweck Maischoss. Und dann ist es für den Ort selber. Genau, denn das wird alles, was dort raufkommt auf den Konto und was für den Verwendungszweck Maischoss ist, wird an den Leuten, an den Bedürftigen, die dort vor Ort sind, genau. Dort wird was hingegeben. Weil, das müssen wir nochmal sagen, wir haben es erfahren, es sind glaube ich fast 150 Millionen Euro gespendet worden. Davon sehen die Leute vor Ort aktuell nichts. Es weiß keiner, wo es hinkommt und deshalb können wir eigentlich nur sagen, Privatinitiativen zu unterstützen. Die Autodoktoren haben es vorgemacht, ja. Die haben eine super Initiative und da geht es wirklich genau dorthin, ganz die toll. Das brauchen. Wenn da jemand eine Waschmaschine braucht, wird eine Waschmaschine gekauft und das wird in Maischoss genauso gemacht. Da wird genau geguckt, wer braucht jetzt was und dann wird das organisiert. Also das können wir wirklich sagen, das lohnt sich da auf jeden Fall dort direkt zu unterstützen. Ja. Also die Daten sind aktuell nur eingeblendet für Campingplatz zur Burgwiese und für Maischoss. Und ihr findet alle Daten sowieso in der Infobox nochmal zum Nachlesen. Und jetzt kommen wir zu einer ganz tollen Aktion. Ja. Und zwar das sogenannte 5-Euro-Haus. Das heißt, wir bleiben in Maischoss und darüber berichten wir euch jetzt. Eine weitere tolle Aktion, die nennt sich 5-Euro-Haus. Und zwar auf der Internetseite www.5-Euro-Haus.de findet ihr alle Informationen dazu. Dort gibt es relativ viele Häuser, die im Prinzip Hilfe benötigen oder Familien, die Hilfe benötigen. Das ist nämlich Mensch zu Mensch. Also das heißt, dort wurde auch eine Initiative geschafft, wo das Geld von Mensch zu den Menschen, zu den Bedürftigen kommt. Und genauer wollen wir uns das Haus, also das Objekt 25 angucken, denn das haben wir live gesehen, dort natürlich auch vor Ort im Ahrtal. Aber auch andere Häuser brauchen natürlich Hilfe und da könnt ihr natürlich auch mal reinschauen. Wir klicken da jetzt einfach mal rein, würde ich sagen. Ja, wenn er das denn gemacht hätte. So, jetzt. Genau, da geht es jetzt ganz im Speziellen um den Dorfkrug von Vicky. Genau. Vicky, 38 Jahre alt, hat wirklich, ist gebürtige Maischosserin. Und sie hat tatsächlich erst in diesem Jahr den Dorfkrug eröffnet, hat das alles renoviert, hat alles vorbereitet und dann kaum, wenn man so will, ich glaube, was hieß es, so 1.6. oder so, auf jeden Fall kein Monat war es. Kein Monat später kam dann wirklich diese Flut und alles war weg. Ja, das war halt schon ein Riesenschock und die sind auch untergekommen bei Guido zur Burgwiese, also das heißt auf dem Campingplatz zur Burgwiese. Das finde ich wirklich toll, dass da Guido und auch Helga da tolle Arbeit leisten und den Leuten ein Zuhause einfach bieten, nämlich mit ihren Wohnmobilen, Wohnheimen und so weiter, was sie auch da alles auf dem Campingplatz halt als Festbauten sozusagen haben. Deswegen, ihr habt halt da die Möglichkeit, dass ihr da dort unterstützt mit 5 Euro, ich glaube im Monat ist das, wenn ich das richtig verstanden habe. Also der Plan ist, dass ihr einfach jeden Monat, also einen Dauerauftrag macht. Genau. Ob nun 5, 10, also ab 5 Euro geht's los. Ja. Je besser, desto mehr. Und dann hat man, die brauchen halt regelmäßig diese Geldeingänge. Genau. Es hilft also klar, wenn jetzt einer 500.000 Euro spendet, super. Alles klar. Alles gut, ja. Aber im Regelfall geht es nicht. Und man muss halt überlegen, was ist 5 Euro? Wir sind es jetzt nicht, aber ein Raucher. Das wäre vielleicht auf eine Schachtel Zigaretten und da sind wir schon bei 7,20 Euro oder noch mehr. Mhm. Und die einfach wegpacken und da einen Dauerauftrag. Weil die 7,20 Euro, also mit Rauchen aufhören und dann nichts tun, das hilft nicht. Ihr müsstet das Geld schon umsetzen, damit ihr auch wirklich diese Ersparnis habt. Und das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Jetzt gerade Anfang des Jahres, ihr wollt mit Rauchen aufhören oder halt ihr wollt weniger Alkohol trinken, dann nehmt doch einfach die Differenz und wir bleiben jetzt mal bei 5 Euro oder bei 10 Euro und da macht einen Dauerauftrag. Und dann jeden Monat 10 Euro runtergehen, damit spendet ihr 120 Euro im Jahr und das geht direkt dorthin. Ob es jetzt zu Vicky, zum Dorfkrug nach Maischoss geht oder zu vielen, vielen anderen Objekten. Das könnt ihr auch entscheiden, wie ihr das haben wollt. Ne? Also das geht natürlich auch. Aber die Hilfe geht dort direkt hin. Auf der Seite könnt ihr auch Bilder von sehen. Also genau. Da wird alles sehr gut dargestellt. Also
wir haben das Bild, wir haben das Haus gesehen, wir haben es jetzt nicht fotografiert, weil wir wollten auch nicht immer sehr stark da Fotos machen von den ganzen Sachen, die da kaputt gegangen sind. Aber ihr könnt auf der Seite definitiv sehen, was dort möglich ist. Und das ist, wie gesagt, eine gute Alternative. Wie gesagt, und da helft ihr theoretisch einer Familie, einem Betrieb etc. Deshalb können wir euch das 5-Euro-Haus wirklich nur empfehlen. Schaut euch gerne da einfach mal um und sucht euch für euch das Objekt auch raus und gerne auch halt bei Vicky, denn die haben wir jetzt ja halt auch dort auf dem Campingplatz gesehen und so weiter. Also die Familie, die ist schon echt auch sehr stark betroffen und ja, liegt uns auf jeden Fall am Herzen. Eine ganz neue Sache ist jetzt erst ganz kurz vor dem neuen Jahr ist es zustande gekommen. Ja. Es gibt einen Verein, der nennt sich A Kids and Friends e.V. Ich weiß nicht, ob ihr Hendrik Drün und Lisa kennt. Meistens die sind bekannt aus Ab ins B, genau. Einmal Camping, immer Camping. Oder Brüder ist das, Hendrik. Genau, ja. Und die haben jetzt einen Verein gegründet und da geht es darum, im Ahrtal für Kinder Geld zu sammeln, Spenden zu sammeln, um halt dort vielleicht also Spielplätze wieder aufzubauen und mit den Kindern entsprechend was zu unternehmen. Also da sind viele Sachen möglich. Auch Angebote den Kindern wieder unterbreiten zu können, denn man muss halt sich so vorstellen, es sind so viele Gebäude und auch gemeinschaftliche Gebäude halt zerstört worden, sodass halt die Kinder halt gar nicht mehr so diese Anlaufstellen halt haben. Und das machen die beiden, dafür stehen die beiden und wollen halt und den viele Kindern, andere dahinter. Ja, natürlich, und viele andere auch dahinter. Die wollen halt dort halt schauen, dass die Kinder auch wieder ein Leben dort haben können. Und das finde ich super toll. Also das ist eine ganz, ganz tolle Idee. Und auch dort ist versichert, nämlich das ist so gelaufen, dass die das wohl in ihre Satzung reingeschrieben haben, genau, dass jeder Cent, der eingenommen wird, der gespendet wird, genau, wird zu 100% dort reingehen. Selbst für Briefe und für alle möglichen Angelegenheiten, wenn die halt auch da mal hinreisen oder sowas, da nehmen die sich kein Geld davon, sondern fahren da auf eigene Kosten dahin. Und das finde ich wirklich toll. Genau, also wenn ihr dorthin spendet, ist es gerade auch eingeblendet. Genau. Auch die Facebook-Adresse, also die haben eine Facebook-Seite eröffnet. Das ist alles eingeblendet. Also da könnt ihr direkt dann auch spenden. Also da zählt auch jeder Cent, jeder Euro. Und da tut ihr halt was Gutes für die Kinder vor Ort. Und das finde ich halt schön. Genau. Wir haben gesehen, im Recht zum Beispiel haben sie tatsächlich mit ganz kleinen Mitteln so einen kleinen Fußballplatz, einen kleinen Spielplatz gemacht. Ja. Und das muss halt überall sein, weil wir haben die Bilder von Dernau, wir haben Bad Neuenahr-Ahrweiler. Wir sind gar nicht weitergefahren. Wir wissen, wie schlimm es in Kreuzberg-Altena aussieht. Ja. Also wir verfolgen das wirklich tagtäglich kriegen wir den Input und das lässt uns nicht los. Deshalb war es für uns auch so wichtig, zu Silvester, zum neuen Jahr hin, nicht irgendwo hinzufahren, wo man hinfahren könnte, sondern wirklich mal dorthin zu fahren, ins Ahrtal. Nicht um Gaffertourismus zu machen, weil das brauchen die da definitiv nicht. Nein. Sie brauchen Tourismus, das definitiv, und sie brauchen Hilfe. Und helfen kann man am besten, so hart es immer klingt, mit Geld. Ja. Weil es wird Geld überall benötigt und ich glaube, mit diesem Akt, mit diesem Verein unterstützt ihr definitiv Kinder. Und wir empfehlen euch, schaut mal auf die Facebook-Seite drauf. Und wie gesagt, und wenn es da mal nur 5 Euro sind, wie gesagt, jeder Cent hilft und dann habt ihr noch eine weitere Möglichkeit, wo ihr halt hinspenden könnt. So, und zum Schluss wollen wir eigentlich nochmal darauf hinweisen, dass es halt auch wichtig ist, dass die Leute nicht nur Spenden brauchen. Wir haben es schon mehrfach angesagt gesagt, dass die Leute auch den Tourismus wieder brauchen, denn es ist eine touristische Gegend, das ist einfach so. Die Leute brauchen dort eure Hilfe und auch wieder eure Reisen, euer Dasein sozusagen. Und sie freuen sich auch, die sind alle so herzlich und trotz der schlimmen Zeit, die sie hinter sich haben, wurden wir dort wirklich sehr, 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 sehr glücklich und freundlich aufgenommen. Und ich glaube, das würde jedem so gehen. Wo ihr natürlich gucken müsst, ist, es gibt natürlich die ein oder anderen Lokale, die natürlich nicht mehr sind, aber alles, was höher gelegen ist, so muss man das halt sich auch sagen,
Ist mittlerweile wieder ja, mit Strom, mit Wasser und so weiter versorgt. Also das heißt, da gibt es auch überhaupt keine Probleme, dorthin zu reisen und dann halt auch dort auch mal ein bisschen Zeit zu verbringen und die Leute dort auch zu unterstützen. Und bei den Ferienhäusern und so weiter oder Ferienwohnungen und so weiter sieht das genauso aus. Man muss halt genau gucken, wo man halt hin kann, aber vergesst die Leute bitte nicht, denn sie brauchen eure Unterstützung. Auch die Weingüter, ne? Das ist halt auch... Oder halt die Restaurants, weil, wie genau. gesagt, wir haben jetzt in Maischoss gibt es zum Beispiel ganz weit hinten, die haben definitiv nichts davon gehabt, die haben Nein. keinen Schaden von also, der Flut gehabt, aber sie hatten auch keinen Strom, sie hatten kein Wasser und sie waren halt über Monate zu, sie konnten halt nicht agieren. Genau. Und da geht es also nicht nur um den Besitzer dort, es geht auch um Arbeitsplätze, die dort gesichert werden müssen, ja. weil was die jetzt als nächstes nicht sich leisten können, ist, dass auf einmal eine Arbeitslosigkeit hochgeht, weil die Leute entlassen werden, weil da keiner mehr hinkommt. Ja. Also wir können euch nur sagen, die Restaurants haben auf, auch in Dernau gibt es auch wunderbare Restaurants, die haben auf. Und wenn ihr nur, weil das haben wir nun wirklich erlebt und das ja. ist, ist schön, dass das auch passiert, ja. Tagestourismus. Genau, das reicht vollkommen ich auch sagen. Aus. Ja, ich wusste genau, was du sagen wolltest und genau darauf wollte ich nämlich auch hinaus. Also wir hatten es jetzt halt am letzten Wochenende da gehabt, an dem Sonntag, wo wir auch in unser Weingut gut nochmal hin sind und uns natürlich auch nochmal wegen mit Wein eingedeckt haben, das ist klar. Und natürlich gibt es auch nicht so viel Weinsorten, wie es jetzt sonst gibt oder sowas. Ist ja auch klar, dass einiges leider verloren gegangen ist durch die Flut und so weiter. 40.000 Flaschen hat uns unsere Weingutbesitzerin oder Angestellte da halt gesagt, dass sie halt 40.000 Flaschen in der Flut halt verloren sind. Die sind einfach weggeschwommen. Aber sie haben auch viele Flutweine natürlich verkauft und was sie jetzt noch haben, ist ganz viel natürlich die Hausmarke, also die eigentlich die Standardweine und so weiter, die haben sie halt noch und sind auch bald wieder kurz vor der Füllung. Also sie haben auch schon eine Menge gemacht, nämlich mit der letzten Lese konnten sie halt jetzt wieder was neu bauen. Und da hatten wir auch ganz viele Leute, die dann halt auch tagesmäßig da sind. Sie sind schön wandern gegangen. Wir haben viele in den Weinbergen getroffen, genau. haben uns nett unterhalten. Also es ist wieder wirklich eine Menge möglich. Ja, was sagt Olli so schön? Du kannst es, glaube ich, immer ganz gut wiedergeben. Genau, der Blick auf die Weinberge ist und bleibt wunderschön. Auch jetzt im Winter ist es eine wunderschöne Ansicht, wie die Natur runterkommt, wie sie zur Stille kommt. Oder halt im Herbst, wie sie aufblüht. Man darf halt bloß nicht auf die andere Seite schauen, wo halt das, wo die Flut war. Ja. Aber sonst die Berge, die Weinberge, wir haben uns das so genossen, wir haben gesagt, das ist so wunderschön. Und auch die da umhergelaufen sind. Das ja. ist wirklich was Wunderbares. Und damit, wenn ihr jetzt kein Geld spenden wollt, das kann man nachvollziehen, wie gesagt, wir können euch nur animieren und bitten, das zu tun. Aber es gibt die Möglichkeit, fahrt dort einfach hin. Bitte nutzt die Wochenenden, auch so nachmittags hin, nicht in der Woche, wenn da groß die Leute arbeiten, also da, wo sie dann wirklich hier aufbauen etc., den Schutt wegfahren. Ja, wichtig ist bitte nicht behindern. Das nicht ist behindern, halt ganz, ganz wichtig. Aber wenn ihr in den Weinbergen umherlauft und wenn ihr euch dort Wein kauft, weil viele Weingüter sind schon so weit, dass sie eigentlich die Auslese vom letzten Jahr fertig haben und auch schon ja. abgefüllt haben. Das heißt, es geht jetzt da wieder los. Und damit könnt ihr die auf jeden Fall richtig gut unterstützen. Die Bäckereien vor Ort, das lese ich gerade gerne so richtig schön, in Ahrweiler ist das und auch in Ahrbrück. Da machen die Bäckereien jetzt wieder ja, auf. Ja, ja, deshalb, richtig schön. Damit könnt ihr unterstützen. Und wie gesagt, wenn ihr sagt, es ist euch zu weit weg, wie gesagt, 5-Euro-Haus, A-Kids and Friends und oder Campingplätze Burgwiese, die verteilen auch das Geld oder halt sie, ihr könnt die ja auch selber unterstützen. Oder ihr fragt einfach mal in den Gemeinden nach, das ja. ist auch möglich. Es gibt ja die Verbandsgemeinde Altena, das ist so der Bereich, wo wir mal tätig sind, also ja. auch mit Kreuzberg. Da gibt es eine Internetseite, da gibt es auch eine Telefonnummer, ruft dort an und fragt, wenn ihr Sachspenden habt, denn auch das wird immer noch tatsächlich ja. benötigt. Ja. Ich glaube, die werden verteilt dann dort vor Ort. Und das ist das, wo ihr wirklich jetzt am besten helfen könnt. Die Aktion Deutschland hilft, hat vieles getan, aber es erschreckt uns halt von fast wirklich 150 Millionen Euro, kommt am Ende bei den meisten Leuten nichts an. Und deshalb ist es, glaube ich, umso wichtiger, privat wie die Autodoktoren, das finden wir echt super. Ja. Also wo wir das gesehen haben, haben wir echt gesagt, die sind auch wirklich so krank. Fundskerle, wirklich. Im positiven also Sinne. Toll. Hendrik Drün mit Lisa und die ganzen Leute, die da geholfen ja. haben. Echt super, dass da ein Verein gegründet ist. Und auch wirklich die Campingplätze Burgwiese, Helga und Guido. Weingut
O'Shell. Genau, Hilde, die sammelt in einer Büchse, sage ich mal, sammelt sie halt für Kinder auch oder auch Olli mit den Flutweinen haben die wirklich eine große Summe an. Die haben auch Spenden sogar selbst ins Dorf mit reingebracht und so weiter. Also das fand ich auch wirklich ganz, ganz toll, dass sie halt Geld zusätzlich gesammelt haben, was sie halt dann an ihren Ort gespendet haben, damit der wieder aufgebaut werden kann. Deshalb, also, wenn ihr helfen wollt, also da geht es wirklich Hand in Hand für die Menschen vor Ort und das ist unsere Bitte. Wie gesagt, wir haben unser Teil, den ersten Teil getan. Wie gesagt, ihr habt jetzt öfters mal Werbung gesehen, nochmal für euch. Guckt auch gerne in 2 Tagen nochmal dieses Video, guckt da die Werbung, weil jedes Mal, wenn ihr Werbung guckt, dann geht ein bisschen da gibt es Einnahmen für uns und diese Einnahmen, die werden wir komplett zu 100% an das Ahrtal spenden. Werden das entsprechend aufrunden, auch mit dem nächsten Video, was ja kommt. Genau. Da seht ihr auch die Szenen, die da mit entstanden sind, weil da sind wir umhergelaufen. Also auch dieses Video geht 100% an das Ahrtal. Genau. Und was jetzt noch folgen wird, ist, wir werden jetzt noch so ein paar Sachen einfach zusammenschneiden, werden euch noch mal so ein paar Impressionen geben, wie es so ein bisschen vorher ausgesehen hat, teilweise mit den Drohnenaufnahmen, wie es jetzt so ein bisschen nachher aussieht, auch mit Drohnenaufnahmen zum Teil. Und das könnt ihr euch natürlich auch noch anschauen, denn dort ist auch noch mal wieder ein bisschen Werbung natürlich drin dazwischen, das ist auch klar. Da würden wir euch natürlich bitten, dass ihr bis zum Schluss natürlich auch dran bleibt und euch das auch anschaut. Das war jetzt ein ganz schön langes Video. Aber ein wichtiges Thema. Genau. Ich hoffe, euch hat es zumindest gefallen, soll es euch nicht, sondern es hat euch irgendwie vielleicht animiert. Wir konnten euch vielleicht ein bisschen inspirieren, auch mal was euch anzuschauen, vielleicht auch irgendwo tätig zu werden oder halt zu spenden oder vielleicht auch sogar einfach mal das Ahrtal zu besuchen, ne? Oder wie gesagt, wenn ihr Handwerker seid, dort vor Ort auch. Wird auch immer noch ganz, ganz dringend benötigt. Genau, also wir haben, glaube ich, genug Informationen. Es sind auch alle Informationen in der Infobox drin. Und jetzt soll es aber auch Schluss sein. Genau. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns schon bald wieder. Wie gesagt, es kommt schon nächste Woche. Das ist der dritte Teil, Silvester in Ahrtal. Genau. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns schon bald wieder. Also sprich nächste Woche beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.